Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu der Elder Scrolls Online hier bei Explorer LP. Ich komme mir gerade vor wie mit Smarple. Wir sind ja hier mysteriösen Morde in Dolchsturz am Aufklären. Haben ja schon rausgefunden, dass es ein Werwolf ist. Was ist hier los? So, wir werden aber jetzt in erster Linie mal, würde ich sagen, wir machen die Quest Komplizen. Findet Quen in einem der gesetzlosen Unterkünfte. Ich weiß nicht, ob das schon die Diebesgilde ist. Schauen wir mal, wo müssten wir denn dafür hin? Reis. Goldküste. Findet Quen tiefer. Okay, wie kommen wir denn tiefer? Kommen wir hier rum. Kommen wir da runter? Was ist? Sei nicht frech. Ja. Komme ich ja gar nicht drauf klar. Ach, ihr Was? werdet für euer Einmischen bezahlen. Ganz viele Schurken hier. So, der Schweinebauer, was ist los? Zweimal verfluchte Schweinediebe. Dolchsturz ist voller Diebe. Sie stehlen alles, was nicht niet- und nagelfest ist. Sie haben sogar mein Vieh gestohlen. Ihr wurdet bestohlen? Das war kein einfacher Diebstahl, sondern schwerer Raub. Und ich weiß, wer es war. Lafond hat meinen Nimmersatt gestohlen. Er war ganz scharf darauf, mein kostbares Schwein auf seine Speisekarte zu setzen. Und ihn als Eintopf in seinem verdammten Gasthof aufzutischen. Nimmersatt ist weg. Ich weiß genau, dass Lafond ihn gestohlen hat. Habt ihr es der Wache gemeldet? Sie meinte, ich sollte mich damit an den Magistrat wenden. Aber das würde viel zu lange dauern. Der arme Nimmersatt hat nicht mehr viel Zeit. Jemand muss ihn für mich retten, bevor er als Schinkenbrot endet. Also, guck mal, wie optimistisch ich bin. Also, ich kann dein Schwein finden. Finde das Schwein. Was ein Schwein braucht. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich will sowas auch haben. Das hat Spinnenbein, oder was? Wenn ihr einen Brief von der Schmiedemutter habt, dann seid ihr hier genau am richtigen Ort. Seid euch bitte nur bewusst, dass dies keine offizielle Angelegenheit des Bündnisses ist. Vrodgar steht allen offen, die uns ehrlich helfen wollen, Orsinium aufzubauen. Zumindest wurde mir das gesagt. Ja, ich habe einen Brief aus Orsinium bekommen. Und hier bin ich. Eigens vom eisigen Arsch Vrodgars angereist, um euch offiziell willkommen zu heißen und nach Orsinium zu transportieren. Natürlich bin ich auch dazu angehalten, mich davon zu überzeugen, dass ihr gewillt seid, ein bisschen harte Arbeit zu erledigen. Auf meinem Wagen ist kein Platz für Schnorrer. Wobei soll ich helfen? Ich habe eine Karawane mit Lebensmitteln und Vorräten nach Orsinium geschickt. Sobald sie dort ist, wird alles an die Clans im Umland verteilt, damit sie es durch den Winter schaffen. Die Karawane ist langsam. Ich möchte, dass ihr sie einholt und sicher zur Stadt geleitet. Wie finde ich sie? Die Karawane sollte gerade die Grenze nach Vrodgar überquert haben. Ich kann euch bis an die Eingangstore bringen, doch ab dort müsst ihr allein zurechtkommen. Das ist wichtig. Wenn diese Vorräte die Stadt nicht erreichen, haben die kleineren Clans keine Chance. Erzählt mir mehr über die Karawane. Da so viele Ressourcen für den Wiederaufbau von Orsinium und dazu die ins Land einfallenden Regmannen zurückzudrängen abgezweigt werden, konnten sich die kleineren Clans nicht auf den nahenden Winter vorbereiten. Die Vorräte dieser Karawane könnten für viele Orks den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten. Und ihr baut die Stadt wieder auf? Nun, nicht ich persönlich. Aber ja, die Stadt Orsinium wird noch größer und strahlender als jemals zuvor. König Kurok hat Kunsthandwerker und Händler aus ganz Tamriel eingeladen, dieses Vorhaben zu unterstützen. Nicht nur Abenteurer wie euch. Und wer ist die Schmiedemutter?
Das ist des Königs geliebte Mutter. Der König ist zu beschäftigt damit, Krieg zu führen und Schädel zu spalten, um sich mit Einladungen herumzuschlagen. Er überlässt alle Einzelheiten der Verwaltung der Schmiedemutter. Sie ist sehr gut in solchen Dingen. Ich bin mir immer noch nicht sicher, weshalb ich diese Einladung erhalten habe. Ich kann nicht allzu sehr ins Detail gehen, weil ich es selbst nicht genau weiß. Es hat aber gewiss mit dem Wiederaufbau der Stadt Orsinium zu tun. Damit, die Clans wieder in Einklang zu bringen und wie man am besten mit den Eindringlingen aus dem Raik fertig wird. Es ist derzeit etwas hektisch in Vrodgar. Und warum hat König Kur nicht das Deutschschutzbündnis um Hilfe gebeten? Das ist kompliziert. Nun, nein, nicht wirklich. Kurok mag Emmerik in Ransers Krieg den Arsch gerettet haben. Und wir tragen auch gern unseren Teil zur Allianz bei. Doch wir werden auf keinen Fall Truppen des Bündnisses irgendwo in die Nähe von Orsinium lassen. Diese Situation erfordert ein etwas persönlicheres Vorgehen. Noch persönlicher? Wer plündert Orsinium denn jedes Mal, wenn wir es neu aufbauen? Die Bretonen und die Rotwardonen? Sicher, wir sind jetzt Verbündete. Doch wie lange kann das schon halten? Also hat der König es schriftlich festgehalten. Keine Armeen der Bretonen oder Rotwardonen in Vrodgar. Niemals. So steht es im Abkommen. Ihr hattet ins Land einfallende Rackmann erwähnt. Eindringlinge aus dem Raik. Die Winterkinder. Sie folgen einem wahnsinnigen Kriegsfürsten namens Urfon Eisherz, bei dessen irrem Bestreben, unser Land zu erobern. Doch das werden wir nicht zulassen. Wir haben etwas, was die Raikmanne nicht haben. Eine Geheimwaffe. Unsere Ichatere. Was ist denn eine Ichatere? Was ist ein Ichatere? Ja. Das große Tier hier neben mir. Das ist ein Ichatere. Habt ihr die hier etwa nicht? Nein. Reizende Tiere, ganz im Ernst. Ja, gib mir eins. Nutzen sie für alles Mögliche. Als Transportmittel, zum Lastentragen, als Arbeitstiere. Sie machen sogar köstlichen Käse. Okay. Kann er sich nicht mal hinstellen? Komm, stell dich mal hin. Okay, dann Osirium ist ein DLC. Ich weiß nicht ob das PvP ist oder wir werden es auch erfahren. Haben wir den schon freigeschaltet hier? Ja. Dann geht's weiter. Zum gesetzlosen Unterschlupf. Wir müssen hier runter, ne? Feiern die hier überall. Mal eben lunchen. Ja. Ja. Hat keiner eine Kiste vergessen? Nein. Schade. Okay, ja. Findet Queen gesetzlosen Unterkunft. Tiefer. Wann das sein? Okay. Der Dolchstoß-Unterschlupf. Die meisten Bürger von Dolchstoß denken, dass die Rotkrähenbanditen nur beim Überfallen von Wanderern auf den verwilderten Pfaden anzutreffen sind. Sie würden nie auf die Idee kommen, einmal unter den Kopfsteinpflaster ihrer gut patrouillierten Straßen nachzusehen. Jo. Also ist das jetzt die Diebes? Ja, lass uns überraschen. Jeder gesetzlosen Unterschlupf besitzt mehrere Zugänge, von denen jeweils immer einer in einen Bereich führt, in dem keine Wachen patrouillieren. Hehler kaufen gestohlene Gegenstände oder schieben sie für euch, wenn ihr sie behalten möchtet. Okay. Diebesgilde ist, glaube ich, auch ein DLC. Wie gesagt, wenn ihr das monatliche Abo habt, dann... das alles inklusive. Okay, mit ihr sollen wir reden. Ne, mit ihr können wir reden. Mit ihm da oben müssen wir reden. Ist es nicht bemerkenswert, wie immer zu Dinge von irgendwelchen Wagen fallen? Ach, das ist die Hehlerin, okay. Ihr könnt in jedem Gesetz unter Hehler aufs Union.
Genau, pro Tag eine bestimmte Anzahl nur. Wie lange könnt ihr nur eine begrenzte Anzahl an gestohlenen Gegenständen pro Tag schieben lassen? Ich würde... Müssen wir jetzt nochmal mit ihr reden? Ich kaufe kein Diebesgut. Oh, ich ziehe euch doch nur auf. Natürlich. Wie schiebt man denn? Gestohlener Gegenstand, ja. So, ich möchte die aber behalten. Verkaufen, aufteilen, Trödel. Nö. Okay, Quinn. Seid ihr wegen des Auftrags hier? Um jeglicher Verwirrung vorzubeugen, ja, wir teilen die Gewinne gerecht auf. Und nein, in diesem Punkt gebe ich kein Stück nach. Ja, ich habe eure Notiz gesehen. Worum geht es? Lasst es mich erklären. Ich brauche einen Partner für einen schwierigen Auftrag. Es zahlt sich aus, doch dazu muss man reisen und es ist auch nicht ganz ungefährlich. Klingt das nach etwas, was euch interessieren könnte? Klingt gut. Ich bin so froh, dass ihr vorbeigekommen seid. Ich habe ein Schiff angeheuert. Trefft mich dort, sobald es losgehen kann. Hier, ich markiere es euch auf eurer Karte. Bringt ein paar Dietriche mit. Falls ihr keine habt, könnt ihr hier welche kaufen. Oh, und zieht euch warm an. Warum seid ihr überrascht durch den Antrag? Ich hatte noch nie einen Partner. Ich meine, bei all den anderen großen Aufträgen, die ich gemacht habe, habe ich immer alles allein durchgezogen. Oh, und das recht erfolgreich. Und die meisten Leute, mit denen ich gesprochen habe, meinten, das Treffen wäre zu weit weg. Ich habe die Docks von Wegesrohr auf meiner Karte markiert. Warum Sturmhafen? Warum brechen wir nicht direkt von hier auf? Ja, nicht, dass wir jetzt abreisen, dann... Nun, ich habe im Vorfeld für ein Schiff bezahlt. Ich wusste ja nicht, wie weit ich reisen würde, um einen passenden Partner zu finden. Also für den Auftrag, meine ich. Aber darüber können wir an den Docks sprechen. Wohin genau wollen wir? Besprechen wir die Einzelheiten, wenn wir uns treffen. Es ist nicht so, dass ich euch nicht traue. Ich bin nur... Ich glaube nicht, dass ich an diesem Ort einen guten Eindruck hinterlassen habe. Also nur, falls ihr noch Interesse habt. Das habt ihr, oder? Natürlich habt ihr das. Ich scherze nur. Ja, bleib ruhig. Okay. Gut, dann... Ich bin eine große Gragierin. Magierin. Große Magierin. Ich wirke Zauber für Könige und Adlige im ganzen Land. Vielleicht vertue ich mich beim Wirken hier und da. Jeder kann mal einen schlechten Tag haben. Aber diese bretonische Adlige brauchte doch ihre Augenbrauen gar nicht mehr. Wolltet ihr mir nicht einen ausgeben? Okay. Was mit dir? Na, da haben wir doch schon jemanden. Also gut, was hat Band of Daggers anzubieten? Mhm. Ach, das ist eine Handelsgilde, okay. Gut. Sneak? Ja, ich weiß. Ihr wollt mich näher kennenlernen. Das tun sie alle. Es ist wirklich ein Fluch. Aber ja, ist verkauft, oder? Das Schieben, schade. Kann man zurückkaufen? Verkauf, Trödel, verschiedenes, Einrichtung, Materialien. Ja gut, egal dann. Aber jetzt wissen wir, dass wir hier auf... Dann, okay. Jetzt habe ich verstanden. Diese hier hat noch eine Menge zu erledigen, bevor die Monde auf und untergehen. Was braucht ihr? Achso, hier können wir Truhe nehmen, okay. Diese hier hat noch eine Menge zu erledigen. So, okay. Das wahrscheinlich auch. Ich weiß nicht, was euer Ding ist, aber haltet euch bloß von der Bank von Dolchsturz fern. Die gehört mir allein. Ich plane diesen Bruch schon ewig. Was verkauft ihr? Dietrich, 9 Gold. Dekorative Wertkassette. Nötig im Wertknack. Ausgebleichtes Hehler-Banner. Wenn ihr so viele gestohlene Gegenstände an die Hehler verhökert habt, ist das Mindeste, was sie tun können, euch einen Banner zu geben. Man sollte immer genug... Ach, das sind Einrichtungsgegenstände, okay.
Gut, dann reden wir jetzt mal mit dem Questgeber hier, sonst kommen wir ja gar nicht weiter, Explorer. Kann man das Bücherregal lesen? Jo. Haben wir da jetzt welche übersehen? Eben schauen, Bücherregale sind nämlich wichtig. Arsch wichtig. Ich glaube, das war das Einzigste. Neue Aufträge? Dies ist das letzte Mal, dass ich für euch niederschreibe. Lernt es auswendig und verbrennt diese Aufzeichnung. Blutorangen töten, Sichel, der König, schwarze Rosen, dädrischer Einfluss. Okay. Was stehst du hier so gelangweilt rum? Und? Bellt die Krähe um Mitternacht? Oh, vergesst es. Ich dachte, ihr wärt jemand anderes. Vergesst, dass ich was gesagt habe. Ich bin kein Spion des Königs. Wer hat denn überhaupt etwas von Spionen gesagt? Okay, hier können wir noch nichts annehmen. So, er spielt da oben gelangweilt mit seiner Münze. Ne, hier unten. Oben auch, okay. So, mein Freund. Ich kenne euch nicht. Und ich will auch nichts mit euch zu tun haben. Okay, ich revidiere, es ist nicht unser Freund. Ja, na und? Ich habe gehört, dass ihr wisst, wo man Bulak Idolus findet. Könnte schon sein. Für den richtigen Preis. Aber Loyalität ist kostspielig. Ich hörte, ihr hattet einen Streit. So loyal könnt ihr also nicht sein. 27 Gold. Ja. Ihr wisst also, wie der Hase läuft. Mhm. In der Nacht, in der sie die Stadt verließ, habe ich mich ein wenig in ihrer Bude umgesehen. Doch das einzig Lohnenswerte dort waren ein paar alte Papiere. Ihr habt gut bezahlt. Also lasse ich sie euch durchsehen. Sie sind in meinem Rucksack. Danke, angenehm mit euch Geschäfte zu machen. Ich sehe nichts. Na? In dem Rucksack finden sich ein paar lose Papiere, eine Karte von Kluftspitze und eine rasch hingekritzelte Notiz. Die Ruinen von Orkfinger, Schutzgeld an die Bitterhand-Banditen zahlen, Fragezeichen. Okay. Sucht Quen bei den Docks. Gehen wir jetzt hier durch. Schenkel, ne? Gucken, ob wir hier. Da hinten geht's noch weiter. Rücksturz. Wenn eine Auswahl in einer Konversation in Rot dargestellt wird, ist diese entscheidend für den weiteren Verlauf und kann nicht rückgängig gemacht werden, ohne die Quest abzubrechen. Wählt eure Antwort mit Bedacht. Mhm. Gruppeninstanzen lassen sich immer durch ein Plus erkennen. Gut. Was haben wir denn jetzt? Wasserfall, Kiste. Sorry, da müssen wir jetzt gucken. Und wenn nicht am Wasserfall, dann garantiert an der Brücke. Die Elenasischen Turm entdeckt. Okay. Sollte ich mich getäuscht haben? Tatsächlich. Okay. Eine Himmelsscherbe. Da sind wir rein zufällig noch am richtigen Ort gelandet. Schwupps. Was ist das für ein Mount? Bestimmt ein Shop-Mount, ne? Wieso ist sie so verbrannt?
So, hier haben wir auch irgendwas. Was ist denn hier unser Questgeber? So viele neue Gesichter! Oh, hallo, noch eines! Narrenkönig. Ich glaube, wir hatten noch nicht das Vergnügen. Eine so beeindruckende Person wie ihr würde mir sicher im Gedächtnis bleiben. Warum macht ihr es euch nicht bequem? Die Feier beginnt erst so richtig, wisst ihr? Wie traue ich dem nicht? Was feiern wir denn? Na, wenn ihr es unbedingt wissen wollt, es handelt sich um ein Fest zu Ehren meiner herrschenden Konkurrenz, das Fest der Narren. Dolchsturz ist ein Zentrum des kulturellen Austauschs, selbst wenn es sich um rückständige, alberne Idiotenkultur handelt. Das wird richtig Spaß machen, vertraut mir. Was für eine Art Spaß? Das Fest der Narren bietet für jeden etwas. Barbarische Schlammkämpfe, elfischer Tanz, umherspringen und zechen wie die Heiden. Ich interessiere mich besonders dafür, aber lass das bloß nicht meine Frau wissen. Dieses Fest scheint interessant zu sein. Wie kann ich mitfeiern? Wenn ihr euch bis auf den Lendenschurz auszieht und durch die Stadt zieht, hielt ich dies für einen guten Anfang. Haltet geschenkt zum Fest der Narren. Diese Schachtel enthält Kleinigkeiten und allerlei, die zum Fest der Narren erfreuen sollen. Narrenpastete. Okay. Kommt! Das Königreich braucht einen Champion und ihr steht gerade hier. Also ernenne ich euch zu meinem angehenden Helden. Wie kann ich behilflich sein? Meine abergläubische Königin hat meine königlichen Majestäten beschlagnahmt. Die einzigen Staunenmacher, die eines Königs würdig sind. Ich kann meine Untertanen nicht mit stinknormalen Fingertricks beeindrucken. Mit den richtigen Zutaten wäre es ein leichtes, weitere herzustellen. Wo kann ich die Zutaten finden? Es gibt da ein paar, nun ja, lokale Attraktionen, an denen es geben sollte, wonach ich suche. Doch dies sind meist keine Orte für gekrönte Häupter. Wenn ihr es riskieren würdet, für mich dorthin zu gehen, werde ich dafür sorgen, dass ihr eine Schlüsselrolle bei den heutigen Festivitäten spielt. Ich werde finden, was ihr benötigt, mein König. Viel Glück dabei, alles von meiner Liste zu finden. Ich wüsste nicht, dass wir jemals einen Todesfall beim Fest der Narren gehabt hätten. Aber falls ihr der Erste werdet, dann sorge ich dafür, dass euer Name in angemessener Schmach weiter besteht. Was ist ein Staunenmacher? Ihr habt noch nie einen Staunenmacher gesehen? Dann wird es höchste Zeit. Sie sind der Gipfel der staunenmachenden Darbietungen. Leuchtende Farben, spürbare Erschütterungen, leicht übelriechend und nur unter den am schlechtesten durchdachten Umständen gesundheitsschädigend. Welche Geschichte steckt hinter eurem Fest? Ha, das nenne ich mal eine dumme Frage. Ihr werdet immer besser darin. Es gibt mehr einfallsreiche Schöpfungen beim Fest der Narren als Fliegen in Schwarzmarsch. Und sie vermehren sich doppelt so schnell. Ich wette, das steht in engem Zusammenhang mit der Entdeckung der Trinkerei. Weshalb hat die Königin eure königlichen Majestäten beschlagnahmt? Meine geliebte Maraja ist dem Misstrauen ihres Volkes gegenüber der Magie fast so sehr verhaftet wie ihrer natürlichen Strenge und ihrem Schwert. Sie scheint zu glauben, dass das Entzünden hunderter blitzender magischer Projektionen in der Stadt zu einer öffentlichen Gefahr würde. Ist das nicht drollig? Jawohl, ja. So. Können klauen. Tja, wenn es hier keiner braucht, nehmen wir es mit. Sonst noch was hier? Nee. Eine leere Truhe. Okay, dann. Eine Benachrichtigung. Die Sammlung wurde um eine Narrenpastete erweitert. Okay. Würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. Weil jetzt kommt ja erst die richtige Arbeit. Ich danke dir da draußen fürs Zuschauen, wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem wann du die Folge siehst. Und sage tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao ciao.